Ja, herzlich willkommen, Freunde der OpenStreetMap Community. Auch der zweite Vortrag in diesem Track geht über OpenStreetMap. Ihn haben wir eingesammelt 2014 bei der Foskis in Berlin. Da ist er bei uns kleben geblieben und seit 2015 vortragsmäßig unterwegs. Damals war er noch Student, inzwischen ist er professionell als Geoinformatiker unterwegs. Das ist Robert Klemm und er erzählt uns, wie wir jetzt unsere Daten, die wir ja meist nur als Rasterdaten verarbeiten, jetzt auch mit Vektorteils nutzen können. Ich wünsche viel Spaß beim Vortrag. Danke. Hört man mich? Ja, ne? Ist das Mikro an? Ja, ne? Yes. Gerade ging es noch. Soll ich denn... Nee. So, ich spreche mal ein bisschen lauter. So, herzlich willkommen. Genau, ich möchte, ich wurde ja schon gut anmoderiert, brauche ich ja nicht mehr viel zu erzählen. Also ich bin Robert Klemm, komme aus Berlin, habe den weiten Weg hierher gefunden, habe an der Beuth studiert, Geoinformatik und Kartografie und eigentlich schon ein bisschen länger in der OSM-Community unterwegs und auch seit ein paar Jahren auch bei der Wehrgruppe. In Berlin sitze ich da und bin unter anderem für den OSM-Demo-Style zuständig und entwickle den ein bisschen weiter und halte den auf dem laufenden Stand. Genau, ich möchte kurz unter anderem zu Vektorteils was erzählen. Kam ja in den letzten Jahren, auch heute und die letzten Tage waren ja auch Vorträge Richtung Vektorteils hier auf der Foskis vertreten. Ich hatte die letzten Jahre das ein bisschen beobachtet, auch weil ich ja aus dem Bereich Rasterdaten komme und dachte, boah, hätte mal Bock auf die Geschichte und habe mir mal die Situation angeguckt, habe gesehen, oh, es gibt viele Vektorteilserver. Es wurden ja auch hier auf der Foskis auch ein paar schon vorgestellt. Ich habe jetzt nur ein paar namhafte aufgezählt, es gibt noch viel mehr. Und ich dachte, ja, okay, es gibt sehr viele Vektorteilserver. Ich probiere mal einen aus, der auch auf der Foskis oder 2016 vorgestellt wurde. Und hatte eben auch die Motivation, das mal zu testen. Auch der Hintergrundgedanke, ich möchte schnell laden, ich will auch Speicherplatz sparen und wollte das einfach mal ausprobieren und nutzen. Und so ist auch der Vortrag gestaltet. Dass ich quasi versucht habe, mal das aufzusetzen, habe verschiedene Clients bzw. ausprobiert, das zum Laufen gebracht und habe das so unter anderem auch in QGIS zum Laufen gebracht, wie man Vektorteils eben auch da rendern kann bzw. angucken kann. Genau, nochmal kurz basic-mäßig die Vektorkacheln, die wurden quasi schon durch den Mapbox-Standard aufgesetzt und haben eigentlich die Intention, dass die Vektordaten klar getrennt werden von den Rändern der Rasterdaten und die Vektordaten an sich her relativ klein sind von der Datenmenge und man hier quasi nur noch die reinen Rohdaten hat mit den Metadaten, die an den Client vom Server aus versendet werden über XYZ-Schema und der Client nimmt die einzelnen Kacheln entgegen, sowie auch bei Rasterteils. Aber hier übernimmt der Client das Rendern an sich und baut die ganzen Kacheln zusammen und rendert quasi die Vektordaten zu meinem Style um. Und das passiert alles im Client. Der Server liefert nur noch aus. In dem Fall gibt es auch verschiedene Lösungen, wo auch serverseitig die Vektordaten gecached werden. In dem Fall ganz klassisch, man hat jetzt bei den Vektordaten, hat sich die Struktur auch ein bisschen geändert. Man hat die Vektorteils an sich als Stamm, also als Säule. Man hat die Style-Definition, die über Mapbox-Style eben durch die Definition generiert werden. Die sind, müssen generiert werden und benötigt man. Und an anderen braucht man einen Client, der quasi diese Vektorteils interpretieren kann und zusammensetzen und rendern kann. In dem Fall namhaft, habe ich schon mehrmals gesagt, Mapbox.gl in dem Fall. OpenLayers kann das auch. Und genau, und das sind so quasi die drei Säulen, auf denen man sich bei dem Thema Vektordaten ein bisschen bewegt. Und genau, das war so als Grundlage.
Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich komme aus dem Bereich Rasterdaten und momentan benutzen wir auch bei der Werkgruppe so die Architektur bzw. den Aufbau, immer ganz abstrakt dargestellt, dass man die OSM-Rohdaten runterlädt. Man hat einen Importer. Wir benutzen hauptsächlich in Possum. Es gibt natürlich auch OSM2PGSQL und PyOsmium. Und man importiert quasi die OSM-Daten aus dem Rohdaten-File in eine Datenbank und hat dann zum Schluss einen Renderer, der die Rasterdaten quasi cached oder aufbereitet auf dem Server hinterlegt, die über einen Dienst dann abgefragt werden kann. Bei den Vektordaten sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe das hier mal abstrakt dargestellt. Hier, Augenmerk, steht im Possum auch nochmal zur Diskussion, weil ich mich für einen entschieden habe. Das habe ich natürlich vergessen zu sagen. Ich habe mich für Open Vector Tiles entschieden und habe mir die ganze Architektur angeguckt. Open Vector Tiles, Open Map Tiles, Entschuldigung, Open Vector Tiles. Open Map Tiles natürlich. Benutzt auch im Possum, fand ich natürlich sehr schön, weil man bestimmte Architektursachen übernehmen kann aus dem alten Raster-System und braucht das nur gewisserweise ein bisschen erweitern. In dem Fall, OpenMap-Tiles benutzt ein lokales Caching, wo dann über ein Embed-Tiles-Cache die Vektordaten gecached werden und somit auch offline-fähig sind, die Vektordaten. Genau, ich habe mir das mal alles angeguckt, grob zu Open Map Tiles. Das Projekt an sich ja kann man auf GitHub sich angucken. Es gibt eine sehr ausführliche Dokumentation, ich wollte jetzt nicht ganz haargenau in Open Map Tiles in das Projekt reingehen, weil die Dokumentation auf der Website an sich her von den Leuten ist sehr ausführlich. Man findet sich auch sehr gut zurecht. Ich habe jetzt einfach nur schematisch ein paar Sachen rausgepickt. Und mir ist eben aufgefallen, das Open Map Tiles Projekt an sich her bietet einen PHP Tile Server an, den man nutzen kann, der ist Open Source, und den Tile Server GL. Und habe jetzt hier nur mal die Schlagwörter runtergeschrieben. Bei PHP Tile Server braucht man an sich ja nur PHP als System und kann den PHP Tile Server einfach auf dem Server hinterlegen. Ist natürlich schön, wenn man schon PHP irgendwo zu laufen hat auf dem Server und muss nicht die ganze Infrastruktur umbauen. Bei Tile Server GL sieht es ein bisschen anders aus, da braucht man Docker dafür. Muss man natürlich dann erstmal auf dem Server installieren. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk an sich, aber man muss natürlich immer das in Betracht ziehen. Und ich habe jetzt mal kurz die Schlagwörter aufgeschrieben, was man braucht bei dieser Tile Server GL Geschichte. Hat man das Glück, dass man ein Shell-Skript hat? Man wird quasi durch das Shell-Skript durchgeleitet und kann für bestimmte Regionen gleichzeitig die OSM-Daten runterladen. Man hat quasi so nice to have. Also man klickt einfach einmal den Befehl durch und zum Schluss kommt ein MB-Tiles raus, MB-Cache, wo die ganze Region bis zum Level 14 gesiedelt werden. Also man muss nichts machen. Man muss eigentlich kurz für 10 Minuten mal Kaffee trinken gehen und man hat quasi seine Vektordaten vorgecached. Diesen Cache an sich, ja, den kann man natürlich über den Tile-Server anzeigen lassen, aber dafür gibt es auch PHP-Tile-Server und kann den einfach da hinterlegen an einer bestimmten Stelle und PHP-Tile-Server greift darauf zu und rendert das. Wie sieht das ungefähr aus? Ich habe jetzt einfach mal diesen PHP-Tile-Server gestartet. Wenn man den über Localhost 80 in dem Fall eben aufruft, dann wird automatisch, weil PHP-Tile-Server auf dem Verzeichnis guckt, werden alle MB-Tiles ausgelesen und wird jetzt hier als Übersicht dargestellt. Das ist jetzt nur schematisch. Ich habe hier zwei MB-Tiles. Das sind zwei unterschiedliche Zoom-Stufen. Einmal Zoom-Level 14 und einmal 22. Weil ich testen wollte, wie die Generalisierung in den unteren Zoom-Stufen ist und fand das sehr interessant, dass das an Anhieb alles funktioniert und man einen schnellen Tile-Server hat. Man klickt dann auf einen MB-Tiles rauf, dann öffnet quasi so ein Inspector-Modus und man sieht jetzt hier die ganzen Vektordaten mit ihren Metadaten aus dem MB-Cache. Und die werden jetzt hier schon dargestellt. Als Inspektor-Modus, man kann so ein bisschen rüber hovern und man sieht eben die ganzen Metadaten dann rechts unten im Feld. Zusätzlich rechts als Informationshilfe hat man gleich für die Mapbox GL und OpenLayers 3 einen Preview-Viewer drin
Und wenn man unten auf Preview oder Fullscreen klickt oder auf Source, dann wird auch gleichzeitig die Thai-JSON-Adresse angezeigt, die man in den Client nutzen kann. Wie sieht das jetzt bei TileServer GL aus? Wenn ich den jetzt über Docker starte, dann kann ich über Port 8080 die Webseite aufrufen. Also wie gesagt, ein relativ einfaches Paket. Und er startet automatisch mit zwei vordefinierten Styles. Das ist einmal diesen OSM Bright und den Claude Hantech Basic. Das ist von der Firma, die das betreut, ein Vector-Style. Und man kann den auch gleichzeitig über den Viewer ansprechen, kann sich angucken. Man hat hier die Möglichkeit, auch über TileServer GL auch Rasterdaten gleichzeitig zu generieren. Also dieser TileServer kann Vektor und Raster gleichzeitig. Wie sieht das ungefähr aus? Ich habe jetzt, damit es schnell geht, Berlin genommen. Hier zum Beispiel ein Screenshot. Man sieht jetzt nicht so krass den Unterschied, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass das Rasterdaten sind, weil wir hier ganz klare Kantenlinien haben von den einzelnen Tiles. Wenn man jetzt hier mal mit Berlin in den... Hier ist der Mittelpunkt und wenn man jetzt hier mal guckt, hier fehlt ein bisschen was an der Schrift. Und man sieht jetzt hier, dass genau hier quasi eine Kante durchgeht und somit erkennt man automatisch, dass das Rasterdaten sind. Und das Gleiche habe ich jetzt für die Vektordaten ausprobiert. Und man sieht jetzt hier, dass man hier keine klaren Kanten hat. Man hat auch das Schriftbild sieht ein bisschen anders aus. Es wird viel mehr gerendert und dargestellt. Und das sind so die kleinen Unterschiede. Aber an sich her sind die Styles identisch und man kann das sofort nutzen. Was mich natürlich auch sehr überrascht hat und auch gefreut hat, weil ist ja fertig. Genau. OpenMap-Tiles bietet unter anderem auch noch einen anderen Docker-Container, also es ist ein Verbund, eine Familie, muss man dazu sagen, mit verschiedenen Tools, unter anderem den Maputnik, den kann man sich auch starten lassen und der startet dann automatisch über einen Docker und über eine URL, einfach localhost 88 eintippen und dann findet man den Maputnik und in dem Fall wird er automatisch mit diesem Standard-Style definiert. Das sind jetzt nicht meine Vektordaten, weil die von der offiziellen Quelle kommen. Ich wollte einfach mal testen, ja, ich möchte gerne meine Vektordaten oder meinen Style an sich ja bearbeiten, weil hier im Maputnik wird einfach, wie bei TileMill, wird einfach dieser Style generiert und erzeugt. Da habe ich jetzt einfach in den Sources geguckt, was ist hier hinterlegt. Und man hat oben die Tile.json-URL und die habe ich einfach ausgetauscht mit meiner lokalen Instanz und wollte da mal gucken, wie es aussieht. Man sieht, okay, es fehlen ein paar Kacheln, ist auch berechtigt, weil aus dem Cache werden natürlich nur die Berlin-Daten ausgelesen und in bestimmten Zoom-Stufen fehlen eben einfach die Kacheln dazu. Wenn ich jetzt natürlich weiter rauszoome und mir die Welt angucke, dann sieht man auch die ganze Welt oder halb Europa, weil das ja diese Quad-Tiles sind. Aber in dem Fall habe ich mein MB-Cache ist 23 MB groß und habe komplett meine ganzen Vektordaten von Berlin drin und kann bis runter gehen in Zoom Level 14 und sehe alles. Dann dachte ich mir, cool, ich habe einen Client, ich habe einen Editor, es funktioniert. Wie mache ich das jetzt? Ich habe gesehen, in letzter Zeit gibt es auch in einem QGIS-Projekt auch ein QGIS-Plugin, das ist dieses Vektor-Tiles-Plugin. Und dachte, wenn es da funktioniert überall, dann probiere ich es doch mal in QGIS aus. Habe dann einfach mir das Plugin geschnappt, habe es installiert in QGIS 3.12 und habe in dem Fall einfach hier die Adresse geändert, also auf meine lokale Instanz. Man muss dazu sagen, man muss sich dann im Vorfeld über den TileServer GL, zeigt ja das mit an, oder man geht in den Webclient rein, und drückt F12, dann sieht man auch die URL für diese ganzen Schriften und Icons. Die URLs, die kann man sich dann rausziehen. Die muss man dann hier hinterlegen. In dem Fall ist klassisch hier ein Viewer hinterlegt, der auf dieses Mapbox GL-Schema zugreift und holt sich quasi die kompletten Vektordaten. Man hat im Hintergrund, man sieht es hier auch schon, die ganzen Layer, die hinterlegt sind und die Zoomstufen. Die liest er sich aus den Metadaten, aus den MB-Tiles aus, aus dem Cache. Und das wird in QGIS einfach mal ausgelesen und er lädt einfach komplett durch. Das kann natürlich auf die Zoomgröße oder auf den Extent in QGIS eine Zeit dauern, bis alle Kacheln geladen werden. Die werden aber auch nur einmal geladen und dann bleibt das im Cache, so wie der Browser das natürlich lokal auch macht.
Dann, wenn er fertig geladen ist, dann lädt QGIS das dann ein. Man sieht hier schon einen kleinen Unterschied. Vorher habe ich Schriften und Icons gesehen. Das ist mir gestern auch aufgefallen, dass das Plugin noch nicht ganz so sauber läuft. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht, aber die URLs stimmen alle, weil ich das im parallel im OpenLayers-Client und im MapBox-GL-Client ausprobiert habe. Hier fehlen eben die Schriften, die sind hier klassisch mit einem Fragezeichen versehen. Das ist natürlich schön. Wo sind wir hier? Das könnte man als Quiz nehmen. Aber was man hier sehr schön sieht, das QGIS-Plugin baut automatisch einen Layerbaum auf und baut, wie man das im Maputting auch sieht, die ganzen Layer auf und rendert natürlich auch dementsprechend den Style und die Vektordaten. Das Gleiche habe ich jetzt natürlich mit einem anderen Style ausprobiert. Der sieht dann so aus. Man sieht hier auch ganz gut, dass auch die Schriften fehlen. Vielleicht muss man da nochmal in eine Python-Version gucken, was da für Fehlermeldungen kommen. Genau. Dann war es das eigentlich. Also ich habe jetzt beides mal ausprobiert, bin total zufrieden. Es soll auch zukünftig in QGIS auch diese Vektor-Tiles-Geschichte weiter vorangetrieben werden, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und ich hoffe, dass natürlich das auch durch die Open-Source-Community, da auch ein bisschen in QGIS-Branche, dass auch da mehr Entwicklung eingebaut wird. Ja, kurze Zusammenfassung. Ist ein Open-Source-Projekt, das Open-Map-Tiles, hat ein eigenes Schema. Man kann eben MB-Tiles nutzen. Man muss nicht komplett die ganze Infrastruktur aufbauen. Man generiert einmal die MB-Tiles, kann die nutzen. Das Open-Map-Tiles unterstützt quasi Self-Hosting. Also man wird quasi durch Dokumentation angeleitet, wie man selbst sowas hostet. Man hat einen Editor, der dabei ist. Man hat verschiedene Tile-Server, die man sofort nutzen kann. Und ich kann das sofort auch woanders nutzen, meinen Vektordatensatz. Einziger Knackpunkt ist dieser Vektor-Tile-Reader in QGIS. Da, wie gesagt, hatte ich kurz erläutert mit der Schrift, das wird noch nicht so richtig dargestellt. Und ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Bin total zufrieden. Vielleicht werde ich in Zukunft auch mehr auf Vektordaten-Styling umschalten und nicht mehr Raster machen. Genau, nur kurz die Links dazu. Und gibt es denn Fragen? Ja, spannender Vortrag, Robert. Und jetzt ist das Plenum wieder gefragt. Gibt es irgendwelche Wortmeldungen hier vorne? Danke. Hallo, du hast ja gesagt, du hast mit Rasterdaten angefangen. Genau. Die Stilsprachen sind ja völlig unterschiedlich für Raster und Vektor-Tiles. Richtig. Kato CSS ist die Rasterdatenebene. Klar, man muss sich erstmal damit zurechtfinden. Und bei den Vektordaten sind wir in JSON-Format komplett unterwegs. Also das heißt, ich muss nochmals bei Null anfangen? In dem Fall bei Null. Aber wenn du bestehende Projekte hast, kannst du die in Mapbox Classic, also in Mapbox Studio, kannst du die transformieren. Bei Time-Projekten, bei den ganz alten, da muss man quasi mehrere Umwege gehen. Also bei Mapbox Studio das in TM2 umformatieren, das ganze Projekt. Und dann wiederum gibt es ein Tool von OpenMapTiles, das TM2, das ist Time-2-Format, in Vektor-Tiles automatisch umformatiert. Cool. Weitere Wortmeldungen da hinten, einmal bitte. Danke. Wie wäre denn dann der Übergang doch wieder zu Rasterformaten? Also wenn ich meine Lösung jetzt auf Vektor-Tiles aufsetze und sage, ich brauche jetzt aber einen Export daraus, um den in eine Textverarbeitung einzusetzen, die halt damit nichts anfangen kann. Gibt es da Übergänge, dass ich sage, render mir das dann in 600 dpi, PNG oder wie auch immer raus? Der Tile-Server unterstützt HQ, also die Retina-Geschichten, und da hätte man die Möglichkeit auf bestimmte, also das sind ja, also diese Teilgröße ist ja auf 256 beschränkt und 512 wäre die nächste Stufe, das wäre die Retina-Geschichte, und darüber hätte man die Möglichkeit, eben auch für Druckformate oder größere Auflösungsformate eben das anzeigen zu lassen. Weitere Fragen aus dem Plenum? Nein, alles geklärt. Dann nochmal vielen Dank, Robert, für deinen spannenden Vortrag. Danke.